Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim, wo wir die letzte Folge damit verbracht haben, gestern hier die ganzen Käse rauszuräumen. Und jetzt sind die Gefriertruhen dran. Die Kühlboxen, meine ich natürlich. So, die müssen nämlich auch noch raus. Aber die kann ich gerade noch so einzeln raustragen. Ohne dass ich da jetzt hier den Schnellräumetrick anwenden muss. Wir haben ja zum Glück sehr lange Arme. So. Schade, ich hätte sechs Boxen machen sollen. Kaufen sollen. Denn das ist jetzt hier voll die ungerade Zahl 5. Das ist voll nicht symmetrisch so beim Stapeln und so. Das triggert meinen inneren Monk. So, hier, da fehlt jetzt eine. Das. Naja. Gut, okay. Hier ist alles soweit, wie es sein soll. Hier ist noch nichts so, wie es sein soll. Na gut. Ich lasse die Tür mal offen. Vielleicht geht's ja schneller. Ja, was war das denn? Adler. Nein, so ein. Hä? Adler, Hase oder Maus, Löwen, Ding. Oh, und das ist ja schön. Oh. Schönes Bauernhaus. Das ist auch ein echtes Foto, ne? Ja, das ist ein echtes Foto. Oh, schön. Schöne Scheune. Uns hier noch gar nicht so ganz umgeschaut hier. Also, was haben wir hier? Hoch auf dem Tisch. Auf dem Glastisch rumlaufen, immer gut. Steht da irgendwas? Habe ich hier so eine Art Fernglas? Nö. Wie war Licht? L. Ja, bringt mir nicht. Bringt mir nichts. So, hier haben wir eine schöne Kuh auf Holz. Auf irgendwelchen Holzbrettern oder so. Auch Foto. Das hier sieht mir aus wie New York. Downtown oder irgendwie sowas. Oder dieses Industrieviertel in New York. Keine Ahnung. Was haben wir hier so für Bücher? Wrong. Roads, Agriculture, 72 Hours, Sean irgendwas, Sean Daly, Pocahontas oder so, Abandoned Cities, The Thorny Path und ach, der dornige Pfad, ah, okay, 31 Springs, Federn oder Frühlings? Hm. Ist das da irgendwas? Was haben wir noch? Das da? Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Da kann ich auch nicht lesen. Und 1867. Okay. Oh, also hier hat es auch noch was. Nochmal Agriculture. Nochmal. Der dornige Pfad und Physics. Physics Mechanics. The Red Sky. Aha. Interessant. Ob das wohl alles echte Bücher sind oder irgendwelche Spiele? Ah ja, wir haben die Antenne gar nicht. Hihi. Oh, ein schöner Globus. Was steht hier? Ist das die Legende hier? Das ist wahrscheinlich die Legende. Ja, gut, schön.
haben wir uns das auch mal genau angeschaut. Ja, hier auch schöne Pferdefotos. Was das wohl bedeuten mag? Ob demnächst wohl Pferde kommen? Oh, dass man den nicht gerade ziehen kann. Ja, gut. Da, 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 da. Okay, jetzt ist hier mal was fertig. Das ist sehr schön. 12, 6, okay. Oh ja, wunderbar. Da werden die Sachen fertig. Das freut mich ja. So, dann hängen wir da gleich Frische ran. Hängen wir da gleich Fische ran. Haben wir Fische? Können wir hier Fische trocknen? Stimmt. Das geht's bestimmt auch bald. Irgendwie angeln. Oder gibt's das schon? Können wir eine Angel kaufen? Nee, ich glaube nicht. Hier ist voll. Da ist jetzt auch voll. Da passt. Nein, da ist voll. Da ist voll und da ist voll. Und dann da. So, neue hinhängen. Tja, wir werden das gar nicht alles hier reinkriegen, was? Die hier ist voll. Mit 12 von 12. Ach, 15.32 Uhr. Ich merke schon, da wird es wieder regnen. Schief. Na, egal. Da wird es wieder regnen. Ich sehe es schon am Himmel. Igitt. So, 12 von 12. Auch voll. Boah, das wird ein Geldfest. Ein Geldregen. Aber ich glaube, ich brauche noch eine Truhe von draußen. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich von dem vielen Geld kaufen soll. Um Himmels Willen, was soll ich denn kaufen? Die ist auch voll. Schade, dass da nur 12 Sachen reingehen. Schon ein bisschen wenig. Also Fleischstücke, weiß ich nicht, vielleicht 10 und... Obwohl, da gehen ja auch 12 rein. Ja gut, Fleischstücke schon 12, aber Würste müssten da schon 20 reingehen, oder? Oder vielleicht sogar Fleischstücke 20, weiß nicht, wenn die ein bisschen flach sind. Dann müsste das schon gehen. So, du bist auch voll. Wir hatten da, glaube ich, noch Wurst übrig vom letzten Mal, ne? So. Moment, wir hatten... Ach doch, wir haben doch 5, hä? Wir haben 5 Truhen. 5 Kühltruhen. Ah, da gehen ja auch noch ein paar rein hier. Ja, aber so viel auch nicht mehr. Dann ist tatsächlich noch was über gewesen vom letzten Mal. Huch. Mit E. Ah, ich höre schon, das windet schon wieder so. Da wird es gleich wieder regnen. Also irgendwie habe ich echt ein scheiß Wetter erwischt. Ich habe da anderen Let's Playern zugeschaut schon, um Sachen rauszufinden und Streamern. Die hatten alle immer besseres Wetter als ich. Irgendwie habe ich furchtbares Wetter. Irgendwie hier immer. Kriege ich hier immer irgendwie mit. Ganz komisch. Regnet schon? Nee, regnet noch nicht. 17 Uhr. So, ich schau mal, ob ich melken kann. Sind gerade beide Kühe hier so ziemlich nah da.
Mal schauen, ob das geht. Ah ja, tatsächlich. Ach ja, klar, Feierabend. Die Feierabendmelkung. Vorm ins Bett gehen nochmal hier Milch abgeben. So haben wir schon. Hier haben wir schon 14 Liter drin. So, du auch noch. Dass du gut schlafen kannst. Mit leerem Euter schläft sich besser, ne? Ja, cool. So. Da, da, da. Ach, das sind die Deckel von den Kanten. Ich dachte gerade, was ist das? Was schaut denn da so raus? Was willst du denn? Dich kann man nicht melken. Geh mal weg. So, habt ihr hier wieder alles vollgekackt, ne? Ja, natürlich. Überall schön die Häufchen hingesetzt. Markiert. Alles meins, alles meins. Mein Häufchen, ja. Fett Schwein. Ja, da hinten draufhauen, auf die Backen. Das würde einen Schlag tun. So, hier die Kühe, die kacken auch wie... Jawohl, die kacken eigentlich nicht so viel, aber es sind ja auch nur zwei. Aber Schweine sind ja jetzt auch nicht mehr so viele, ne? Vier Stück, oder? Ja, vier Stück müssten es noch sein. Und da könnten wir jetzt sogar schon wieder zwei Stück mitnehmen. Hinters Haus, um schon mal die Truhe zu füllen. Fürs nächste Mal. Ich glaube, das mache ich auch. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Komm, Schwein, komm. Komm mit. Komm, Schwein, komm. Kuh, geh mal weg da. Ich möchte hier mit Schwein durch. Nein, Kuh. Tschüss. Komm, Schwein, komm. Komm. Komm, Bacon. Komm. Oh nein. Halt. Komm her. Fette Schwein, komm schon. Schön gemästet. Wunderbar. Da ist was dran. Komm. Komm, komm. So, hier. Schön. So. Und schlaf gut. Flump. So, da ist voll. Tick, 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 tick. Da ist auch voll. Tick, tick. So, dann holen wir noch mal eins. Dann sind die nicht so alleine. So, du bist gerade da. Komm hier. Komm. So, sagt tschüss. Macht's gut. Die anderen zwei. Ich komme nicht mehr wieder. So, die Kühe sind natürlich auch noch dran. Ganz zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt noch schaffen, die Kühe auch noch so weit zu kriegen. Ah, wobei ich eventuell... Oh, jetzt wird es aber hier dunkel. Mal lieber. Komm noch ein Stück. Hier in die Killing Zone. Oh. Ich könnte ja theoretisch das Update einfach nicht laden. Denn ich habe mein Steam so eingestellt, dass ich Updates genehmigen muss. Ich sehe gar nichts mehr. Ich mache mal Licht an, so. Also ich muss Updates genehmigen und das heißt, wenn dann das Update kommt im Juni, falls ich jetzt nicht mehr aufnehmen, zum Aufnehmen kommen sollte bis im Juni,
Hä? Warum sind da zwei? Ach, ich hab den falschen. Ja, ich hab den falschen genommen. Ja. Und dann hier sind noch weitere zwei. Ja, dann passt. Ja, falls ich da nicht mehr zum Aufnehmen kommen sollte. Dann lade ich einfach das Update nicht. Obwohl, nee, das war auch blöd. Wir sehen ja dann, was davon. Wir sehen ja dann, was passiert. Also ich habe gerade überlegt, weil ich will ja dann die Kühe noch schlachten und das und da und dann das verkaufen und hier und da. Aber wenn wir dann das Update haben und haben einen neuen Spielstand, dann kommt das ja auch alles irgendwann wieder. Dauert dann halt wieder ein bisschen. So, dann wieder erstmal wieder viele, viele Bären töten. Viel Fleisch stapeln. Vielleicht ist das ja auch besser geworden mit der Zeit, mit dem Update, dass man da besser das Fleisch stapeln kann oder so, wer weiß. Aber damit wird es halt eben anfangen, dass wir viele, viele Bären töten müssen. Und immer vier Stück Fleisch. Dann, ja. Und so uns langsam mit Hühnern und Eiern. Oh je, oh, da habe ich ja Bock drauf auf die Hühner. Eieiei. Wobei wir ja eventuell die Hühner auch gleich hier dann verwursten können. Ja. Hühnerfleisch draus machen. Das ging davor ja nicht. Und da ist noch nichts fertig, ne? Ach nö, da fehlt nur noch eine Wurst. Ach so, ja, dann haben wir aber eine Truhe zu wenig, ne? Ja, dann muss ich die hier mal eben leer machen. Hey, aber da... Ne, da liegt keine mehr. Das heißt, wenn die hier alle fertig werden, dann ist die Truhe auch voll. Und dann fehlt mir eine Truhe. Wenn ich die Truhe jetzt leer mache, dann haben wir aber wieder neue Würste. Schwierig. Aber ich habe ja die in der Truhe auch viel Platz. Dann müsste es trotzdem passen. Schätze ich mal. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. So, auf jeden Fall muss ich von der richtigen Truhe nehmen. Da, 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 da. So. Von der hier nämlich. Die. Toxic Industries, best meat for you. So, die ist leer, ne? Ja. Da, da, da. Zack. Er ist noch nichts fertig. So, dann machen wir da eben schnell Würste draus. Nein, Knubbel draus gemacht. Kann ich das nicht wieder zurücklegen? Kann ich es da reintun? Da rein tun? Nein. Ah, verdammt. Ich hasse es. Ich will doch keine Knubbels haben. Aber ich habe gerade gesehen, da sind gerade extrem viele Würste auf einen Schlag fertig geworden. Extrem viele. Also mindestens 3 Stück. Brutal. Hier war noch was frei. Da hinten ist noch was frei. Und es ist hier echt düster in dieser Kammer. Echt schade, dass hier kein Licht ist. So, die sind fertig. Ja, wunderbar. So, jetzt ist die voll. Die ist noch nicht voll. Oh, aber die wird auch voll werden, ne? Ja. Egal, die Sachen lasse ich dann hängen. Ja, da ist jetzt noch das hier und dann
Haben wir hier alles soweit. Ah, ich könnte die Sauna auch darüber hängen. Ist vielleicht... Ach ne, geht jetzt nicht mehr. Geht jetzt nicht mehr. Gut. 12 von 12. Mitten in der Nacht noch hier. Dinger verladen. Salamis. So. So, jetzt ist die Frage, wach bleiben oder schlafen und dann ist morgen fertig. Ich probiere es mal aus. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Aber wir probieren es einfach mal aus. Und machen zugleich auch gleich eine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder. Warum ist hier immer alles wieder aus? Das ist doch alles angewiesen. Morgen, wenn es heißt Time to Play. Hier bei Ranch Sim. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.